Keine Frage, das Coronavirus stellt bisherige Gewissheiten schnell und radikal in Frage. Es werden sich jetzt plötzlich so viele Dinge so rasend schnell verändern, dass wir kaum mehr mitkommen. Deswegen umso wichtiger, dass wir jetzt in eine Zeit des Erwachens kommen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick nicht nur auf das, was heute vielleicht, sondern in den nächsten Wochen, Monaten zu erwarten ist, wie die Lage ist und was wir vielleicht jetzt tun können, tun müssen, soweit mein Spatzenhirn dazu in der Lage ist, hier solche Perspektiven aufzuzeigen. Sie kennen sicherlich den Film Zeit des Erwachens aus den 90ern mit Robin Williams, Robert De Niro, Patient, der Schlafkrankheit hat, durch einen Arzt dann wieder plötzlich zu Bewusstsein kommt, als normaler Mensch agiert, Freiheitsrechte einfordert, die Dinge eskalieren. Letztendlich wird dieser Patient wieder in diesen komatösen Schlafzustand versetzt, aber die Pfleger gehen dann deutlich rücksichtsvoller mit ihren ehemaligen Patienten um, weil sie sehen, das sind ja wirklich vollwertige Menschen, die nur sozusagen in einem anderen Aggregatzustand sind, wenn man so will. Und genau das müssen wir jetzt auch tun. Wir müssen umdenken, bisherige Gewissheiten, dass Pfleger deutlich weniger verdienen als irgendwelche Leute, die wahnsinnige Boni kassieren. Das sind Dinge, die wir jetzt schnell und drastisch ändern müssen. Was ist eigentlich los? Wir haben jetzt die Situation, dass ein plötzlicher Bewusstseinswandel schon dadurch entsteht, dass jetzt Millionen von Deutschen zum Beispiel von zu Hause arbeiten. Ich war gestern im Baumarkt mittags, da ist normal um die Zeit gar nichts los, kein Parkplatz zu kriegen. Dann habe ich jemand gefragt, den ich dort schon länger kenne, was ist da los, warum sind die Leute plötzlich alle jetzt hier? Und dann hat er gesagt, ja, aus zwei Gründen. Der erste, sie richten sich jetzt sozusagen auf eine längere Homeoffice-Zeit ein, und der zweite eben Kinderbetreuung, da wird sich einiges ändern, da wird man jetzt noch schnell einiges versuchen, damit man die Zeit mit den Kindern irgendwie über die Runden kriegt. Jedenfalls werden viele von diesen Millionen von Deutschen alleine, die jetzt Homeoffice machen, möglicherweise werden da Hunderttausende, wenn nicht sogar einige Millionen, vielleicht gar nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, sondern sich sagen, Mensch, ist doch viel besser, ist viel einfacher, wenn ich mir das nicht antue. Wir müssen dann eben eine digitale Infrastruktur entwickeln, die das Ganze möglich macht, und das gilt jetzt eben für so viele Berufe, Psychotherapeuten, Lehrer etc., dass man jetzt die Digitalisierung voranschreitet, in der Lage ist, Kinder zu betreuen, auch über digitale Medien, eben viele Berufsgruppen auch. Das ist das, was wir jetzt sozusagen im Digitalisierungsbereich tun müssen. Jetzt haben wir den anderen Bereich, nämlich den Finanzbereich. Und da ist in Europa sehr, sehr zentral, dass wir die Banken, die wir wahnsinnig stark reguliert haben, gerade mit Eigenkapitalvorschriften, das hat Sinn gemacht in Reaktion auf die Finanzkrise. Aber wenn wir jetzt an diesen Regularien festhalten, dann werden wir einen sehr schnellen Kollaps der Wirtschaft erleben. Dementsprechend müssen jetzt bestimmte Regularien schnell aufgelöst werden oder zumindest irgendwie gedehnt werden in Europa. Denn in Europa ist es ja so, dass die Banken praktisch der einzige Kreditgeber sind. Das ist in den USA viel heterogener, da gibt es viel mehr Kreditanbieter als klassische Banken, aber hier sind es eben die Banken, deswegen muss die EZB jetzt schnell agieren und Lagarde sich von ihrem Rookie-Fehler erholen, als sie sagte, wir sind nicht dazu da, die Spreads, die Risikoaufschläge von Anleihen geringer zu machen. Das war ein Fehler, der zur Panik geführt hat. Jetzt muss eigentlich jemand, der ein bisschen mehr Ahnung hat als Lagarde, die entsprechenden Schritte Unternehmen. Was bedeutet das? Wir haben zum Beispiel, wenn man Projekte als Bank finanziert, dann muss diese Bank mehr als 100% Eigenkapital für diese Projekte hinterlegen. Wenn eine Bank dagegen deutsche Immobilienbesitzer das Eigenheim finanziert hat, muss sie nur 35% der Summe, die sie da an Kredite vergibt, hinterlegen. Das bedeutet, in Deutschland haben wir eigentlich gar keine so schlechten Voraussetzungen. Wir haben einen nicht so gigantisch großen Dienstleistungssektor, der plötzlich in den Abgrund blickt, wie etwa in den USA. Wie viele Millionen Leute haben da 2, 3 Jobs als Kellner hier, als Barkeeper dort? Aber es sind in der Regel eben jetzt keine qualifizierten Jobs. Das ist in Deutschland doch deutlich weniger. Und wir haben eben auch weniger Anteil am Aktienmarkt. Das könnte sich jetzt kurzfristig einmal als ausnahmsweise als gut herausstellen. Denn bei den Amerikanern, da geht es natürlich massiv nach unten. Bei den Aktienmärkten, oder wird es wahrscheinlich noch massiv nach unten gehen, das trifft dann den Durchschnittsamerikaner im Mindesten mehr als den Durchschnittsdeutschen. Während wir jetzt im Immobiliensektor praktisch unsere Wertgegenstände haben. Deswegen ist in Deutschland zentral, dass der Immobiliensektor nicht ins Rutschen kommt. Das muss die
Politik muss die Regulatorik gewährleisten, sonst haben wir ein Riesenthema. Sonst müssten nämlich die Banken auch bilanziell abschreiben. Die stehen jetzt schon vor der Frage, Mensch, da habe ich Kredite gegeben an eine Hotelkette. Jetzt ist völlig unklar, ob diese Hotelkette überlebt. Muss ich das jetzt schon abschreiben? Wann muss ich das abschreiben? Wenn diese Abschreibungen beginnen, dann beginnt eine Lawine, die dann nicht mehr aufzuhalten ist. Lange geredet, kommen wir zum aktuellen Geschehen und schauen uns an, was da der Fall ist. Die Märkte sind verunsichert. Wir haben Limit Down heute wieder. Das hat zwei Gründe. Erstens mal gibt es, wie die New York Times gezeigt hat, jetzt Pläne der US-Regierung, die davon ausgehen, dass diese Pandemie 18 Monate dauern wird und sozusagen dann sogar zu Versorgungsausfällen führen wird, dass Lieferketten nicht mehr gewährleistet sind, die Bevölkerung nicht mehr wirklich versorgt ist komplett. Das schafft ein bisschen Panik. Da sehen wir, dass die Rufe, die Schreie hier jetzt nach Bail mich aus werden immer lauter. Helft mir, das wird gleich noch zu zeigen sein. Und dann haben wir auch Aussagen hier von Steve Mnuchin, der gesagt hat, ja, es ist möglicherweise so, dass die Arbeitslosigkeit in den USA um 20% steigt. Aber hier sind diejenigen, die jetzt schreien, holt mich aus der Scheiße raus, auf Deutsch gesagt. Boeing will jetzt mindestens 60 Milliarden Dollar von der Regierung haben. Vorher hat man das Geld schön an die Aktionäre verteilt, hat sich selber aufgepumpt, hat Schulden aufgenommen, um es an die Aktionäre zu verteilen. Jetzt soll die öffentliche Hand wieder helfen. Das ist natürlich genau das, was nicht mehr passieren darf. Und da hat Elizabeth Warren schon recht, wenn sie sagt, wir müssen jetzt diese Aktienrückkäufe verbieten und dafür eben es den Leuten zurückgeben, die die wirkliche Arbeit leisten. Da brauchen wir einen Mindestlohn. Ich finde, da ist dieser Gedanke gar nicht so schlecht. Das gehört zu dieser Zeit des Erwachens, dass wir jetzt Bezahlmodelle in Frage stellen. Denn dieses Coronavirus verändert letztendlich alles und es wird sich jetzt zeigen, welche Geschäftsmodelle erfolgreich sind und welche nicht erfolgreich sind. Bei denjenigen, die nicht erfolgreich sind, müssen wir für Menschen, die in diesen Branchen sind, irgendwie den Übergang schaffen in andere Branchen, in andere Produktionstätigkeiten. Vielleicht kann man da mehr digitalisieren, da wo es möglich ist. Das wäre erforderlich. Schauen wir uns aber an, es gibt jetzt etwas heute Nacht, was wieder passiert ist, was auch historisch ist. Die Fed nämlich hat jetzt das sogenannte Term Sheet for Primary Dealer Credit Facilities wieder aufgelegt, PDFC, auch ein Instrument aus der Lehman-Krise. Was bedeutet das? Das bedeutet grob gesagt, dass jetzt die Player am Markt, nämlich die Primary Dealer, das sind diejenigen, die mit der Fed direkt in Kontakte stehen, mithin also große amerikanische Banken, wenn man so will, die können jetzt bestimmte Dinge als Sicherheit bei der Fed hinterlegen und bekommen dafür Liquidität, zum Beispiel Corporate Debt Securities, Commercial Papers, das war gestern das große Thema, praktisch Schatzwechsel, Municipal Securities, also praktisch lokale Anleihen, Mortgage-Backed Securities, aber auch Equity Securities. Das heißt, die Player können jetzt Aktien, die zumindest amerikanische Aktien sind, respektive auch in Dollar notieren, die können sie bei der Fed hinterlegen und bekommen, können die als Sicherheit anrechnen. Die Fed kann sagen, okay, zwar ist der Kurs dieser Aktie derzeit da, aber wir nehmen mal an, dass die wahrscheinlich historisch im Durchschnitt da und da stand und wir nehmen jetzt einfach mal den historischen Durchschnitt an, der möglicherweise viel höher ist als der aktuelle Kurs. Also das ist eine gewisse Wiederholung der Lehman-Krise. Was nicht sozusagen hinterlegt werden kann, sind ETFs. Problem, da ist ja die ganze Kohle reingeflossen. Das wird viele jetzt möglicherweise ein bisschen ärgern, dass sie das eben nicht anrechnen können. Und vor allem auch Mutual Funds, also praktisch Investmentfonds. Jetzt haben wir generell das Thema und das ist auch etwas, was jetzt passieren muss. Wir haben Dollar Shortage. Wir haben sozusagen in denjenigen Währungsräumen, die von der Fed Swap Line nicht profitieren, die also praktisch nicht die unbegrenzte Dollarliquidität bekommen, wie China, wie andere Emerging Markets, haben wir jetzt Riesenthemen, die sind in Dollar verschuldet. Dollarknappheit ist jetzt der Fall, das heißt, die kommen nicht an Dollars. Dementsprechend sehen wir gestern den Libor massiv nach oben schießen. Jetzt muss die Fed diese Swap-Lines im Grunde auf alle Notenbanken ausdehnen, sonst werden uns zunächst die Emerging Markets kollabieren. Das ist etwas, was schnell gemacht werden muss. Jetzt ist hier die Diskussion in Europa zum Beispiel, was tun wir? Wollen wir, wie die Italiener jetzt erneut vorgeschlagen haben, Eurobonds auflegen, also praktisch mit gemeinschaftlicher Haftung? Merkel hat gesagt, nein, das machen wir eher nicht. Sie kennen ja Ihren Brandenburger Dialekt, da ist das dann auch mal schnell so scharf formuliert. Jetzt ist die Frage, wie wird Deutschland da agieren? Jetzt ist man schon im All-In-Bereich natürlich, aber wird das reichen? Was ich Ihnen hier zeigen wollte, das wollte ich nicht zeigen, ist zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Hier sehen wir, dass China wieder so ein bisschen mehr raufgefahren ist aus diesen Daten von Goldman Sachs. Grundsätzlich gilt, wie lange ist diese Geschichte noch am Start mit dem Coronavirus? Wenn es 2 Monate sind und wir die Wirtschaft dann wieder rauffahren können, okay, dann ist das sozusagen eine Zeit des Erwachens gewesen, die uns bewusstseinstechnisch ein bisschen weiterbringt. Wenn die ganze Geschichte wirklich 18 Monate dauert und nicht vorbeigeht, dann wird die ganze Geschichte sehr, sehr schwierig. Ich wollte Ihnen eigentlich Charts hier von Capital.com zeigen, die sind jetzt nicht mehr der Fall. Dann kehren wir zurück in die Zeit des Erwachens, meine Damen und Herren. Das ist das, was ich, jetzt sozusagen laut denke. Die Dinge sind ja sehr dynamisch. Das wollte ich Ihnen noch zeigen. Hier eine Grafik, was jetzt in Deutschland eigentlich der Fall ist. Hier sind wir aktuell bei 9.360 Fällen. Damit haben wir, und 26 Toten, damit haben wir Südkorea überholt. Also es ist eine dynamische Lage. Wir müssen jetzt die entsprechenden Erkenntnisse aus dieser Lage ziehen, müssen die richtigen Schlüsse ziehen, die Sachen auf die Gleise bringen, Digitalisierung, Infragestellung bisheriger Geschäftsmodelle, welche Geschäftsmodelle haben Zukunft, und jetzt müssen wir gleichzeitig eben die Liquidität der Wirtschaft einigermaßen sicherstellen. Das geht erstmal über die europäischen Banken. Die EZB hat damit schon angefangen. Die können sich ja praktisch mit Negativzinsen bei der EZB Geld leihen. Das war ein erster guter Schritt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Heute die Futures Limit Down, wie gesagt, das könnte wieder ein krasser Tag werden nach dem gestrigen Anstieg, der allerdings, wie ich gestern getitelt hatte, ja auch ein Lehman-Moment war, und die Dinge laufen jetzt immer mehr Lehman-mäßig. Durch diese neue Aktion der Fed ist das noch einmal verstärkt. Ich wünsche gleich wohl einen guten Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.